Hallo zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil im HD Remaster. Und wir wollen schauen, ob Rebecca nun genug geübt hat. Wenn nicht, heißt es nachsitzen. Chris! Chris! I think I got it! Practice makes perfect. What's this? Was sagst du dazu? Be careful, Chris. Kann ich jetzt hier sterben? Ich weiß es nicht mehr. Was liegt denn da? Trevors Tagebuch. 24. November 1967. Eieiei, das ist ja schon lange her. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesen Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mal. Ein klägliches Mal, oder? Kärgliches Mal und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 1967. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren, mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie, wahrscheinlich sind da seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen, Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. So, wir haben hier ein Emblem. Ich habe schon fast die Befürchtung, dass wir jetzt das Emblem brauchen, das ich in die Kiste gepackt habe, um hier wieder rauszukommen. Und ich gehe auch lieber auf Nummer sicher. Ich habe eine ganze Weile nicht gespeichert. Ich will das hier nicht umsonst gespielt haben. Denn Tod bedeutet tatsächlich Tod. Es gibt keinen Autosave Point oder sonst was in diesem Spiel. Genau, hier kommen wir ja schnell wieder dran. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen und speichern. Oh, da ist ja wer. Hau ab. Der lebt ja immer noch. Meine Güte, wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her? Wer weiß, wie lange der noch tot bleibt.
das war nicht das Windwappen, das war nämlich dieses Symbol. Verband Kampfmesser. 40 Schuss hierfür und 22 Schuss fürs Gewehr. Ich räume mal ein bisschen auf, das nervt mich gerade, dass ich hier so ewig rumwurschteln muss. Okay, hier ist quasi der Anfang der Liste. Dann setzen wir da erstmal das ganze erste Hilfespray hin. Dann die Waffen. Da oben habe ich auch nichts mehr, ne? Okay. Wir sind also unten jetzt angekommen. Dann setze ich da jetzt das Gewehr hin. Dann setze ich da die Munition hin. Da den Kanister. Ja, Farbband und Messer können wir da lassen. Und dann setze ich da jetzt das Windwappen hin. Bevor ich hier nachher noch was übersehe. Nur ein kleines Anordnen von Gegenständen, damit wir wissen, wo was ist. So, gib den Schlüssel. Was sollte das jetzt? Keine Ahnung. Bisschen Mitgefühl zeigen. Ah ja, ich wollte auf jeden Fall speichern. Ja, ich möchte. Dann haben wir jetzt den vierten Speicherpunkt. So. Die Frage ist wegen dem Windwappen. Ich nehme vorsichtshalber auch mal ein Erste-Hilfe-Spray mit. Wir haben ja ein bisschen Platz. Renn nicht gegen Pfosten, renn nicht gegen Pfosten. Bin ich überhaupt noch richtig? Bin ich. Sehr gut. So. Dann wollen wir mal. Und wenn ich sterbe, dann bin ich selbst schuld. Goldsymbol mitnehmen? Ja. Und da schließt es sich wieder. Dann verwenden wir jetzt das Symbol. Okay, hier wären wir gar nicht gestorben, aber wie gesagt, sicher ist sicher. Hier ist auch nichts mehr zu holen. Das Goldsymbol, das setze ich nun. In der Ecke des Bildes steht geschrieben zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Welches Bild ich will, steht. Ach, da. Immer diese wechselnde Kameraperspektive. Gut, dann setzen wir das Goldsymbol im Speisesaal ein, wo wir das andere Symbol her hatten.
zack. Ich schaue hier nochmal drauf. Kurzes Schwert in der Brust eines Ritters, und zwar vom Grünen. Das lange Schwert hat den Kopf des Roten durchbohrt. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ja. Ich nehme erstmal, dachte der Kleine in der Brust, stimmt doch. Und große. Keine, warte mal. Kurze in der Brust, lange im Kopf. Ach, die stehen beide auf dem Kopf, okay. Dann das Kleine drehen. Ja. Ja, ich weiß, wie es ist. Ausprobieren, ja. Welches Rad? Das Kleine. Nach rechts. Weiter drehen, ja. Das Kleine. Wieso dreht er das denn jetzt so? Ja, ich will das, Große jetzt drehen. Weiter drehen, ja. Und jetzt. Hausschlüssel. Das wird wohl der. Ein Schild. Wo hatten wir denn den Schildschlüssel? Ah, ich glaube oben, wo wir den Rüstungsschlüssel her hatten, ne? War da nicht Schild? Ja, alles andere war ja Helm. Alles andere war ja Helm. Ich glaube, da wo wir den Rüstungsschlüssel hatten, da war der Schildschlüssel. Die Tür mit dem Schildschloss. Geradeaus weiter. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber ich meine, es wäre da. Nein, da war das Helm-Symbol. Ey, wo war denn das Schildsymbol? Ich habe doch immer Helm gelesen. Wo habe ich denn bitte schon Schild gelesen? Och, ist das ätzend. Die Tür war von der anderen Seite verschlossen. War das die Tür? Einfach mal ausprobieren. Nein, das war auch dasselbe Symbol.
Mann, 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 Mann. So, das war das Wappen des Spencers. Und das war definitiv auch Helm. War es da oder da? Kann es sein, dass das jetzt mit der Schlange zu tun bekommen? Möglich, möglich. Ich rüste mich mal lieber auch mit dem Gewehr aus. Ja, ich will nicht nach den Serien gucken, ich will mich anderen Waffe ausrüsten. Ach, jetzt kann ich nicht kombinieren. Dann werde ich aber das Pistolenmagazin so lang mal reinlegen. 15 Schuss. Weil ich will ja auch noch. Kann ich das Windwappen nicht schon im Hauptflur einsetzen? Oder brauchen wir das in dem anderen Gang? Nein, nee, ich lasse mal die Pistolenmagazin mit dabei. Ich will mich erstmal verteidigen können. Dann schauen wir mal, ob es stimmt. Hier wieder lang. Oder hoch, genau hoch. Und dann da hinten durch die rechte Tür. Genau. Nee, durch die linke. Also hoch in den Hauptraum. Durch die linke Tür auf der anderen Seite, wenn es da war. Was für eine Plackerei. Was für ein Geraffel. Wenn das jetzt falsch ist, dann ärgere ich mich so. Sie hatten gesagt, durch die linke Tür, ne? Glaube schon. Dann war es, glaube ich, die erste Tür rechts. Sieht gut aus. Dann die Spinnentür. Okay, wir brauchten ihn tatsächlich nur für diesen Raum. Heidewitzka, dann bin ich mal gespannt. Für mich sieht das mehr nach Spinnen aus.
Spiel hat was? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich wurde auch nicht vergiftet. Aber da hinten lag die letzte Maske. Kommt die Schlange jetzt wieder, wenn ich die Maske nehme? Yep. Hier in dem Raum ist aber noch mehr. Nur wo? Hier liegt nichts. Hier im Regal? Tatsächlich, Gewehrmunition. Sie sehen nichts von Interesse. Das war's. Okay, wir haben die letzte Maske. Dann wollen wir doch mal in den Garten gehen. Und dann in die Gruft. Und das Böse freisetzen. Ja, ich habe 23 Schuss hiermit, 40 Schuss damit. Ich habe auch noch Erste-Hilfe-Spray. Das war doch sowas von klar irgendwie, dass der jetzt hier wieder aufmuckt. Eieiei, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Von wollen kann aber nicht die Rede sein. Wir sprechen hier immerhin von müssen. Oh nein. Shit. Wenn ich jetzt hier sterbe. Hier liegt auf jeden Fall noch Gewehrmunition. Heb die mal auf. Da ist ein Schalter. Drücken? Ja, muss ich ja wohl. Hier ist etwas. Stein- und Metallobjekt mitnehmen. Was ist denn das genau? Prüfen. Ein Symbol ist in das achteckige Objekt eingraviert. Keine besonderen Merkmale. Ne, das ist, glaube ich, das Symbol, das wir im Keller einsetzen müssen. Weil davon brauchen wir ja zwei. Und dann haben wir noch das Windwappen. Gibt es hier sonst noch was? Nee. Hat er noch was dabei?
muss ich mal überlegen. Der Weg ist kürzer. Ich gucke erstmal. Ich weiß nicht, ob es da verwendet werden muss oder hier. Ich schaue erstmal, wie es im Keller aussieht. Und falls es da nicht passt, dann gehen wir den anderen Weg lang. Wieder durch den Garten. Rechts und links neben der Tür sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Also das gehört da definitiv rein. Dann brauchen wir nur noch das zweite. Das haben wir noch nicht. Dann gehört das Windwappen, das wir haben, hinten in diesen langen Gang. Also in diesen hier. Das heißt, ich gehe hier durch. Ah, wenn ich dann dahin gehe, dann komme ich wieder nicht da dran. Na super, na super. Okay, dann gehe ich hier wieder lang. Ach, hier komme ich ja auch nicht lang. Da muss ich ja auch wieder so doof gehen, ne? So hoch, zack, zack, zack. Könnte aber auch hier oben hier lang. Ich glaube, das kommt mir gerade ein bisschen kürzer vor. Dann wieder hoch und so lang. Oh, ist das eine blöde Lauferei. Und dann hier durch. So, hier durch bin ich schon mal schnell, um in der... Ja, genau, mach mal so. Machen wir so. Dann gehen wir durch den, durch die Galerie mit Krone, Armband und Halskette. Hauptsache die Vögel lassen uns in Ruhe. Durch. Ist das eine neue Nachricht? Nee, das ist immer noch dieselbe. Ich gehe vor und suche einen Weg hinaus. Wo sind die anderen überhaupt alle? Das Windwappen nehmen wir mit. Das packen wir mal dahin. Und Farbbändern mache ich jetzt mal. Lege ich jetzt nochmal einen Speicherpunkt an. Denn wer weiß, was da hinten auf uns wartet. Das wäre dann schon der fünfte Speicherpunkt. Ja, und das bietet sich natürlich dann auch gerade an, dann dieses Video an dieser Stelle zu beenden und das im nächsten Video fortzuführen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Also bis dann, euer Rönne.